Freestyle ist G halt immer übelst Killer. Ich muss nur gucken, ob das mit der Lautstärke hinhaut. Ob die Leute Bock haben, Dortmund, oder was? Passt es von der Lautstärke, Leute? Passt es? Alle Hände hoch, guck mal, was ist los hier? Samstagabend, auch da hinten. Da. Hier. Yeah. Yeah. Alle Hände hoch, Dortmund, mach mal ein bisschen Lärm. Notice. Aber eigentlich sind beide überkrass. Also Freestyle-mäßig auch Notice, übel heftig. Aber man sieht sein Gesicht nicht, weil ich davor bin. Aber damit müssen wir jetzt klarkommen, Leute. Ihr müsst mit meiner Schönheit jetzt leben. Dicker, was bist du denn für ein komischer Kandidat? Ich hole meinen Penis raus und seine Ohren machen den Spagat. Hey, sorry, mach dir mal bitte ein paar Notizen. Ich bin Freestyle-Champion, alle anderen sind nur Novizen. Ja, ich hab über den... Ja, aber bei G ist auch so geil, du benutzt immer so Wörter, die eigentlich keiner im Freestyle benutzt, ne? Novizen oder Spagat mit deinen Ohren und so. Das ist schon nice. Okay, warte. Der Champion, alle anderen sind nur Novizen. Ja, ich hab über den Witz mit meinem Ohr sehr gelacht. Aber meine Ohren, die machten doch schon vorher Spagat. Digga, wie weit sollen die denn noch auseinander sein? Ich komm mit paar kranken Lines, schick dich ins Altersheim. Deine Mutter... Ah, oh, Mist, schade. Ihr seht nichts doch. Ihr habt doch Bild. Was erzählst du denn da, Nico? Komm mit paar kranken Lines, schick dich ins Altersheim. Deine Mutter Cheerleader, schade. Pong Pong Tang Tam, sie macht auf meinem Schwanz Spagat wie Van Damme. Guck mal, deine Mutter ist nur Haram und der Gier kommt vorbei und macht Bababababam. Ey, yo, Van. Ah, Gier, Alter. Ah, das ist so nice, Mann. Das ist so wie, nee, hey, jetzt, yeah, weiß ich, Alter. Deine Nase, die ist krumm und wenn ich einmal komm mit meiner Waffe, dann macht's Boom Boom. Das ist so. Ah, Gia, besser, Mann. Du Haram und der Gia kommt vorbei und macht Bababababam. Ey, yo, Van Damme, das war ein einfallsreicher Reim. Kein Peil, was du jetzt hier gleich in der Cypher meinst. Ich weiß, dass ich mit dem Mike dich hier live zerreiß. Keiner peilt, was ich für eine Technik habe. Keiner aber weiß. Denker, wie du mich was ist denn, ah, was ist denn gerade mit Notes los? Der ist irgendwie nicht drin so, ne, im Groove. Keiner aber denker, wie du mich jetzt hier live zerreißt. Ja, Mike, du Heinz, ich meine, guck mal, du bist alleine. Ich bin ein Hype und die Einheit zeigt dir jetzt am Mike, wie es funktioniert. Gier, guck mal, und du verlierst und wirst massakriert. Ey, yo. Dankeschön, Jonas. Dankeschön. Da ist der Resub drin. Sehr guter Mann, sehr guter Mann. Nee, ich werde dich nicht bannen. Ich hab Gnade heute, ich hab Gnade. Die Einheit zeigt dir jetzt am Mike, wie es funktioniert. Gier, guck mal, und du verlierst und wirst massakriert. Ey, yo, ich weiß, warum du noch nie ein Spitter warst. Du kommst viel zu spät, denn Fußball war dir wichtiger. Ha, was hast du hier verloren? Ey, das ist etwas anderes als ein Spaß über die Ohren. Ey, Digga, du weißt ganz genau, ich bin gewaltbereit. Fußball war wichtiger, willkommen zur dritten Halbzeit. Yo, willkommen auf der Südtribüne. Ganz egal, dieser Zwerg, hier steht der Hühne. Ey, yo, ich weiß nicht, was du über das Hühne auf dem Wort. Aber ich weiß nicht mal, weil was für einem Spiel du warst. Digga, ich weiß nicht mal, welche Vereine da gespielt haben. Ist mir egal, du kriegst trotzdem eine Niederlage. Ah, Digga, wo ich war, Digga, du kriegst eine Schuld. Ja, bei Notes ist es so, bei ihm hat man das voll das Gefühl, er ist allgemein immer ein hektischer Typ, ne? Aber hier gerade so findet er irgendwie nicht so ganz rein, habe ich das Gefühl. Dritte Halbzeit macht keinen Sinn. Ja, Digga, man kann auch jede Line auseinander analysieren. Das ist Freestyle, man versteht schon, wie es gemeint war, oder nicht? Ich war beim Führer der deutschen Bundesliga-Tabelle. Schwarz und Gelb, Stricher für hartes Geld. Ich meine, guck mal hier, schlag dich schnell. Ey, yo, was war das denn jetzt hier gerade für ein Billig-Move? Ja, gute Bars, aber schäm dich für den Hitler-Gruß. Ja, weil du bist dagegen nicht immun. Auch als Ausländer, check ich meine, sorry, Digga, kommst du noch klar am Kopf? Das war kein Hitler-Gruß, sondern der Ansatz zum Schlag auf Kopf. Also, bitte, duck dich mal runter. Du siehst müde aus, aber hallo, Gia ist munter. Ey, das feier ich halt in meinem Freestyle. Dass man so direkt gegeneinander so die Konter raushaut. So. Das finde ich halt am allergeilsten. So. Immer am besten im Vierer und dann immer schön drauf antworten. Das ist immer das Unterhaltsamste. Ich weiß, dass du das einfach gerade nicht mehr überlebst. Ja, du kennst die Bewegung nur, weil du sonst immer auf der Bühne stehst. Siehst das nicht, weil die Rapper dann gar keinen Bock darauf haben. Und ich weiß, dass du danach heute hier Kopfschmerzen hast. Ich meine, sorry, ich suche nur einen Grund für den Schlagstock. Guck ihn mal an, sein Mund sieht aus wie ein Arschloch. Ich meine, bester Freestyle-Rapper, Digga, frag doch. Ich meine, Worte fallen mir ein und zwar ad-hoc. Seit wann hat denn Gier so einen geilen Style? Ist mir nie so aufgefallen. Klamottenmäßig. Ich finde für Freestyle eigentlich beide krass gerade. Digga, natürlich, Mann. Ja, das soll ja nicht falsch rüberkommen, als wenn ich mich über Ding stellen möchte, über den Notice, gar nicht so. Aber mir kommt es halt nur so rüber, ne? Als wenn er gerade so ein bisschen hektisch ist und nicht so reinfindet. So. Aber Gier ist sowieso immer, ne? Ja, vor allem Freestyle. Aber Notice kann auch eigentlich richtig krass Freestyle. Also auch jetzt gerade, ne? Aber es fehlt so ein bisschen so die... Ja,
So am Ende, so die letzten Vierer, die letzte Line, da ist er, die verliert er, also da verliert er sich meistens irgendwie. Yo, ich bin ein Rap-Genie, ja, mein Mund sieht aus wie ein Arschloch, ich mach mit dir gerade den doppelten Human Centipede. Ha, ja, around the corner bars, komm mal klar, ich mach dich jeden Tag fertig, du Opfer, was? Ich meine, Dicker, guck mal, wenn ich schließe, rappe, ist das Bein hab. Schlüssel in dein Arschloch oder säg dir mein Bein ab. Dicker, das ist so, ich will ein Spiel mit dir spielen, aber gegen Gio kannst du nur das Spiel hier verlieren. Ey, ich komm mit den Freestyle-Bars, habe sehr viel Spaß, ich mach dich immer noch fertig und das nach Bier und Gras. Ja, und ich weiß, ich hab auch eine vierte Bar, die sich gereimt hat auf die erste, ey. Wie ich mein, guck mal, du kannst nicht schießen, du bist Koma und Besowski. Ich bin Dortmund-Fan, doch fick dich so wie Robert Lewandowski. Ey, yo, ich bin der beste Freestyle-MC. Ich meine, guck mal, wenn du rappst, Digga, ich bin Endmies. Guck mich mal. Fußball-Lines check ich sowieso nie. Ihr wisst, Leute, ich bin der übelste Fußball-Noob, ne? Ich hab keinen Plan vom Fußball. Kann mich dafür auch nie, überhaupt nicht begeistern, Mann. Ich bin die ganze Zeit am Austeilen. Was bleibt dir übrig, außer bei der Crouchline? Hä? Ey, yo, ich freestyle im Raum. Hey, du schleimst bei der Crowd, guck, wie siehst du schon aus? Ich meine, sorry, Dicker, ich bei der Crowd, ich kann nur gut freestylen. Ich schleime bei der Crowd, aber du musst bei mir schleimen. Ich bin Moderator, ich bin Koryphäe. Ich bin Frischfleisch, du hässliche Hyäne. Beim Fußball, da wird bei allem. Aber was, er ist Frischfleisch? Aber ich weiß, ich trag nur meinen Namen auf der Brust, also fick dich, trag deinen eigenen Scheiß nicht. Nein, du trägst irgendeine Fußballmannschaft. Ich meine, guck mal, Digga, du drückst deinen Namen auf der Brust, aber deine Mutter trägt meinen Schwanz auf der Brust, denn sie hat da halt Lust und sie hat da halt Brust. Und ich hab's ihr gegeben und sie gab mir noch einen Kuss. Guck mal, wie ich dich jetzt einfach wieder einmal... Ging die Mutter jetzt los, jetzt werden sie sauer. Brust. Grundschule, Digga, gib mal Workshops im Rap, ey, Digga, ich dachte, dann hättest du auch ein Wörterkonzept. Ich meine, sorry, guck mal, ich hab noch ein Wörterkonzept, aber wer hat beim Freestyle noch gestörter gerappt? Ich meine, guck mal, dieser Typ, ja, der zerstört dich hier, du hast nicht mehr Notes, sondern nur noch Nerdist im Rap. Keine Ahnung, was du jetzt hier gerade gemeint hast. Ich mach dich Motherfucker platt. Rap am Mittwoch wird Rap am Freitag. Scheiß mal drauf, was du gerade jetzt hier gedacht hast. Das ist Notus, der den Bastard gerade lachend noch platt macht. Ich fick dir ins Gesicht. Oh, jetzt kommt da ein Notus, kommt rein, Alter. Notus kommt langsam hier rein, Leute. Jetzt geht's ab. Damit du mehr punkst, Alter, Samstag. Was für Rap am Freitag, heute ist Rap am Samstag. Ich meine, guck mal, wie der Notus jetzt hier Angst hat. Guck mal, ich kassiere bei dir jetzt hier einen Schwanzschlag. Ich hab eben schon 10 Battles gemacht. Du kamst voll spät, hast 10 Battles verpasst, also. Schäm dich, du Spast. Geh auf deinen Platz. Verstehst du Fußball? Geh zu deinem Platz. Ey, sorry, cooler Typ hat 10 Battles gemacht. Deine letzten 10 Reime hast du von einem Zettel gebracht. Sorry, ich meine, ohne diese Vorlage kannst du gar nichts. Angesicht zu Angesicht, Notice wird panisch. Ey, ja, und ich weiß, es war ein echter Fehler. Ja, ohne Zettel kann ich gar nichts. Frag die ersten Gegner. Frag dich selber, Dicker. Ich hab dich selber schon gefickt. Also ich weiß, Dicker, in einem Battle bist du nichts. Ich meine, Dicker, guck mal, du hast mich hier selbst... Ja, aber ich hab das Gefühl, Notice ist jetzt auf jeden Fall warm, oder? Aber hat man Notice Gefühl gehabt, er verliert sich die ganze Zeit und jetzt so beide schön heiß gelaufen. Ich war schon gefickt, aber du machst eine Schwalbe und hast diesen Elfer nicht gekriegt. Also bitte guck mal, wieso ist dieser Notice nicht so nice? Aber heute gibt es keinen Videobeweis. Ja, ich hab dich dann damals beim Battle gefickt und danach hab ich dich somit in Rente geschickt, weil es so einmal im Jahr Freestyle-Battles von dir gibt, wenn der schöne Gia sich die Ehre mal wieder gibt. Ey, sorry, ja. Dicker, aber guck mal, das Battle, kein blassen Schimmer. Ein Sieg, aber gutes Aussehen bleibt für immer. Oh, okay. Entschuldigung. Ich bin der Gewinner dieser Szene. Guck mal, wie ich jedem Rapper immer Lines hier gebe. Ja, und ich weiß, ich bitte in einem Battle. Nein, nach einer Faust, Dicker, mitten in die Fresse, bist du ziemlich hässlich, dann siehst du aus wie ich. Aber ich hab diesen Tier in diesem Freestyle gerade gefickt. Ich meine, was für eine Faust, ich geb dir gerne die Schere. Guck mal, wie ich dir was aus der Ferne erzähle. Aus der Ferne, da, vom Himalaya, mach ich die Mama klar und fixe, ja, ja, ja. Ey, yo, ich weiß, du wirst jetzt Elend verlieren. Was wir aus der Ferne erzählen, du stehst einen Meter vor mir. Shit, ey, yo, oh, Lotus ist böse. Lassen, Wasserfall am Taj Mahal, Reime auf Himalaya. Digga, was für Taj Mahal, ich komme und betatsch da mal. Deine Mutter einfach so, was ist mit dem Beat, Digga, klar das mal. Ich meine, Lotus, mieser Füßter MC, mach mal ein bisschen weiter, die Leute feiern das hier, Endmies. Ey, yo, ich weiß, ich bin einfach krasser MC, aber vielleicht nehme ich mir damit selber noch den Sieg, wenn ich jetzt hier weitermache und dann hier die Cypher schaffe. Es ist Lotus, ich kann dich locker mit einer Leiter klatschen. Digga, guck mal, ich freestyle. Ja, das ist schon krass, Mann, wie die teilweise durchrappen, so ohne irgendwie nach einer Line-Pause zu machen, einfach so durchflexen und die Worte passen auch noch. So, das kannst du, da überlegst du halt echt nicht mehr. Du überlegst nur noch den Endreim und sonst haust du einfach nur noch die Silben raus. So, das ist schon echt krass gut. Ich schreibe nicht, dann rapp ich. Digga, halt die Klappe und bleib mal auf dem Teppich. Jetzt gibt es hier bitte keine Nettigkeiten. Bitte halt die Klappe, lass doch einfach mal beim Rappen bleiben. Ja, und es gibt keine Nettigkeit. Wie fühlt sich das an, wenn man besser freestylen kann, als man Texte schreibt? Oh!
Schäm dich mal ein bisschen. Ja, und ich kann jeden hier drin dissen. Ah, nur mal eine Frage, wie fühlt sich das an? So gut, verdammt! Denn ich bin der King seit 33 Jahren. Nimm deine Mütze ab oder schämst du dich für deine Haare? Ich komme jetzt hier rein, ich will einfach keinen Grammy. Du musstest dich damals verpissen aus Miami. Ey, und ich weiß, ich mach einfach Toplines. Ich muss zum Friseur, aber ich mach hier grad meinen Kopf frei. Ey, dicker Mann, Miami, du weißt, dass du jetzt hier rausfliegst. In Miami cruise ich in einem Cabriolet durch South Beach. Ey, und mache Party da am W. Und mach Party mit der Party Crew. Ja, man merkt einfach, oder? Ich merk's dir mal an mir, ich feier, ich bin einfach Hip-Hop-Fan, Alter. Ich hab direkt ein Grinsen drauf, wenn ich mir sowas reinziehe. Ich sitze einfach die ganze Zeit mit so einem fetten Grinsen da. Kommt der Deep Bag, bei dem das Stream laggt. Yeah, fat, Tobi, was geht? Ich hab doch schon gegen den Loser da gewonnen. Du bist nicht in Miami, nein, du bist im Fußballstadion. Immer noch, da ich hab etwas Publikum bekommen. Halt die Fresse jetzt, die hat diese Hure keine Chance. Ich meine, sorry, ich hab hier gerade das Blutbad hier begonnen. Alter, wir sind beim Battle, wir sind doch gar nicht im Fußballstadion. Oder bist du gerade von mir irritiert, weil der Notus hier gegen diesen Gier verliert? Ja, ey, die Sache hier braucht Ordner. Ja, das ist die feine Art. Am Ende des Battles kommen und den Sieger herausfordern. Ja, bist du dir zu schade, hier mitzumachen und kommst erst nach dem Finale? Ja, na klar, mit der Aussage könnte ich gut leben, aber mich hat das ganze Publikum um den Auftritt gebeten. Alle haben gesagt, ich könnte die Cypher ein bisschen neu beleben, aber sorry, klatschen brauche ich diesen Toll nicht geben. Was für ein Pulli mit der Runde, das ist witzig. Das bin ich. Das Publikum hat dich nicht gebeten, ich hab dich herausgefordert. Ich stand hier, sag Freestyle gegen ihn, nein, ich weiß, dass ich das Rematch mit GM mehr verdiene. Ich meine, Betty hatte heute einen süßen Welpen dabei. Ich bin zwar kein Asiate, doch G ist das Gelbe vom Ei. Also, bitte, gib mir Applaus da. G, der beste Freestyle-Rapper. Grüße an Bowser. Ich mach nochmal weiter und dann musst du auf den Boden. Du bist das Gelbe vom Ei, denn du hast Kruste auf dem Hoden. Yo, Gelbe, Yum, Yum. Check die Lines und es bleibt in Vergessenheit. Ey, sorry, guck mal, wie ich deine Dorfschwester ficke. Guck mal, du bist wie Worcester-Soße. Ich kippe sie in die Bloody Mary. Du wirst happy. Ich klatsch dich aus der Cappy. Ey, yo, das war gerade heavy. Du hast gesagt, du kippst mich in eine Bloody Mary. Was ist das für ein sinnloser Vergleich? Fick mal deinen Scheiß, denn ich weiß, du hast mit dem Hip-Hop-Mix erreicht. Ey, sorry, Dicker, guck mal, weil du grad Gangster meinst. Was für Vergleiche, Dicker, Mann, das sind Bartender-Lines. Also mach ich aus dir noch einen Gin-Fist. Denkst du ernsthaft, dass du heute mit dem King fickst? Ey, yo, was laberst du jetzt von Bartender? ich kann gar nichts dazu sagen gerade. Die Bartender. Ey, yo, ich hab meine Spitz da. Halt mal deine Fresse, denn du bist ein blöder Wichser. Ey, ich mach gute Drinks, er trinkt nur Bier, deshalb die Bitch hier sauer, Dicker. Ich mach dir einen perfekten gemixten Whisky sauer und Tequila-Shots. Ich meine, guck mal, wenn du wiederkommst und wenn ich dir in dein Glas dann wieder rotz. Ey, yo, und ich bleibe halt der beste MC. Mach mit deiner Lady danach erstmal Sex on the Beach. Ha! Ja, und ich weiß, dass du gerade vor dem Boss stehst und sie kriegt den doppelten Schwanz und nenn es Cocktail. Ich meine, sorry, halt die Klappe, Dicker. Cocktail. Jetzt ist dieser Rapper schlau. Ich bin der Barchef hier im Club und er nur die Toilettenfrau. Ich meine, guck mal gegen mich, da werden alle Rapper grau. Aber dieses Battle war so mies, jetzt macht mal hier Applaus. Killer, Alter. Killer, Mann. Das ist der Falk. Alter. Ey, Dortmund, mach nochmal Lärm für das beste Freestyle-Battle. Für die beiden besten Freestyle-MCs, die ich jemals live gesehen habe. Nee, war nett. Scheiße, auf jeden Fall. Mann, das ist geil, Alter. Geiles Ding, Alter, geiles Ding. Live-Ballert sowas nochmal gleich viel mehr, Mann. Hab das Battle auch gesehen. Bestes deutsches Freestyle-Battle bisher. Boah, da würde ich dir, glaube ich, widersprechen. Ich fand es gerade schon einige richtig krasse Freestyle-Battles, Mann. Diese ganz alten Sachen fand ich richtig krass mit Out for Fame damals noch, irgendwie vor 10 Jahren. Oder da gab es auch richtig krasse Battles mit Greg Pipe und so damals. Wie hießen die Sachen da? Wie hießen die? Gier war da auch schon am Start. Ja, da gab es so viele. Shazam oder so? Wie hieß denn der, den ich meine? Fällt mir der Name nicht gerade ein. Aber gibt es richtig viele.